Das Lausitz-Festival hat am Donnerstag im Schlesischen Museum in Görlitz sein diesjähriges Programm vorgestellt. Vom 24. August bis zum 14. September werden an besonderen und ungewöhnlichen Orten vom Zittauer Gebirge bis nach Cottbus, von Weißwasser bis Bautzen, Theater- und Liederabende, klassische Konzerte, Tanz, Lesungen, Gespräche und Ausstellungen zu erleben sein. Rund 60 Veranstaltungen mit 8 Originalproduktionen sollen an 30 verschiedenen Spielstätten den hochgesteckten Erwartungen an Europas Kunstfestival gerecht werden. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto »Anders selbst«, ein Inspirationswort, wie Intendant Daniel Kühnel erklärt. Wir haben uns fast vorgenommen, immer Worte zu erfinden, um immer so ein bisschen, was ist das denn, so eine Irritation zu schaffen, keine negative, sondern eine Irritation, die zum Denken anregt, die irgendwie Interesse weckt. Und anders selbst ist ein Kunstwort, das gibt es natürlich nicht. Und es soll zum Ausdruck bringen, dass es einer Welt bedarf, eines anderen bedarf, um zu sich selbst zu kommen. Der Hintergrund ist aber ein ganz anderer. Der Hintergrund ist, dass das Lausitz-Festival sich immer mit dem Strukturwandel, also mit einem zentralen Thema der Lausitz befasst. Wir können aber nicht immer, so glaube ich, mit dem gesamten Strukturwandel uns auseinandersetzen. So wählen wir in den Inspirationsworten immer einen Aspekt des Strukturwandels aus. Beispielhaft dafür steht die Inszenierung von Othello, Shakespeares Meisterwerk über zerstörerische Wut in der ehemaligen Glasfabrik Telux in Weißwasser. Der Schauspieler und Regisseur Marcel Kohler hat dafür sein eigenes Konzept. Das wird eine besondere Art, diesen Ort zu bespielen. Wir haben uns eben dafür entschieden, dass wir nicht einfach eine Bühne reinbauen und klassisches Theater dort machen, sondern eben diesen ganzen Ort mit den unterschiedlichsten Räumen, die es dort gibt, wirklich zu beleben mit Theater. Das heißt, das Publikum wird wandern an unterschiedliche Orte und dort unterschiedliche Perspektiven auf den Stoff sehen, also auf Othello sehen und quasi diesen Fall Othello so nach und nach wie in so einer, vielleicht wie in so einer True-Crime-Serie oder sowas, irgendwie so nach und nach für sich entschlüsseln. Und der Wunsch ist, dass man dadurch sowohl diesen Ort nochmal anders wahrnimmt, weil man eben da ein Theater sieht, als auch, dass man diese Geschichte nochmal anders für sich selbst so nach und nach entblättern kann. Ja, genau. Terminlich flankiert das Lausitz-Festival die Landtagswahlen in Sachsen und später in Brandenburg. Wie politisch ist das Lausitz-Festival? Wissen Sie, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Frage, die einfach nicht zu beantworten ist. Wenn Kunst politisch ist, wie Politik politisch ist, ja, also ein Plakat hochhält, auf dem etwas draufsteht, dann ist die Kunst aus meiner Sicht pervertiert. Eine Kunst, die unpolitisch ist, die also sozusagen überhaupt keine Welt gestalten, mitgestalten möchte, das ist aber keine gute Kunst. Also Kunst ist immer politisch und das Lausitz-Festival ist natürlich in diesem Rahmen auch ein politisches Kunstfestival, weil Kunst politisch ist. Der Zeitpunkt dieser sehr, sehr wichtigen Wahl, das wissen wir alle, wie wichtig diese Wahl ist, ist ja nicht von uns ausgesucht. Also wir haben schon seit Jahren immer gesagt, Beginn ist immer am 25. August. Und nun ist die Wahl in Sachsen am 1. September. Ich kann nur jedem sagen, gehen Sie wählen und denken Sie darüber nach, wie das morgen aussehen wird. Und das ist das, was wir mit dem Lausitz-Festival auch in diesem Jahr, aber auch im vergangenen Jahr schon immer gesagt haben. Übrigens, schon am Vorabend der Eröffnung des Lausitz-Festivals erklingt im Rahmen des Altstadtfestes in Görlitz der 4. Satz von Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie mit einem großen, eigens in der Lausitz zusammengestellten Chor und internationalen Solisten und Solistinnen. Freude, schöner Lausitzfunken.